Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. Lange Zeit war die blaue Stunde eine prominentenfreie Zone, in der ich vor mich hin darbte und versucht habe, in den Wochen und Monaten der Corona-Krise für ein halbwegs anspruchsvolles Programm zu sorgen. Aber ich bin mittlerweile am Ende meines Lateins angekommen und ich brauche jemanden, prominent oder nicht, der mich bei dieser Aufgabe unterstützt. Nicht nur für Unterhaltung, sondern für Anregung und vielleicht sogar auch ein bisschen Kontroverse zu sorgen. Deswegen habe ich heute einen Gast, den habe ich mir nicht eingeladen, der ist bei sich. Ich werde nachher herausfinden, wo. Es ist ein Kollege und wir haben einen Berührungspunkt. Das ist nämlich eine gemeinsame Sendung, in der wir auftreten, die Heute-Show. Und heute bei mir in der Blauen Stunde, darüber freue ich mich sehr, ist Dietmar Wischmeier. Herzlich willkommen. Ja, hallo Serdar. Ich glaube, wir sind noch nie zusammen in der Heute-Show aufgetreten. Kann das sein? Ja, das ist altersbedingt. In der Heute-Show wird ja streng ausgesiebt nach Altersgruppen. Und da wir beide zu der Gruppe der kommenden Generation, du der schon existierenden älteren Generation gehörst, fallen wir immer, entweder du oder ich, einer von uns fällt raus. Also jetzt können wir mal sagen, du gehörst zu den Scheintoten und ich zu den Impfstofferwartenden. Ja, du bist schon im Vampirbereich so ein bisschen. Du bist zu den Wiederauferstehenden. Dürfen die auch Impfstoff? Werden die geimpft noch, die Vampire? Höchstens mit Knoblauch, wenn man sie loswerden will. Aber du fängst gleich schon so an, wie ich es erwarte. Du bist nämlich ein ausgesprochener Wortakrobat. Und ich versuche mal, dich so vorzustellen, wie ich dich kenne. Ich bin dabei ganz ehrlich. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, dass du auch schon so lange auf der Bühne stehst wie manch anderer. Vielleicht sogar ich auch. Das werden wir rausfinden. Aber ich nehme vor allem wahr, wenn ich das höre, was du sagst, wenn ich dich sehe im Fernsehen, dass du jemand bist, der sehr viel mit Sprache arbeitet und mit den Feinheiten der Sprache. Bist du ein Kabarettist? Weiß ich selber nicht. Also die Bezeichnung unseres Faches ist ja sehr kontrovers. Und seitdem es das Wort Comedian gibt, würde ich mich tatsächlich auch als Kabarettisten noch eher bezeichnen. Es gibt immer irgendwann ein noch schlimmeres Wort, sodass man das vorher Gehasste schon wieder für sich gelten lassen würde. Oder bist du so ein Hybrid, ein Komedist oder ein Kabarettier? Hybrid, ja, Hybrid bin ich auf jeden Fall. Ein Amphib. Muss man das einordnen? In Deutschland legt man immer so viel Wert darauf, zu sagen, jemand ist dies oder das. Kann man nicht beides sein? Ja, man kann alles Mögliche sein. Ich möchte eigentlich, also mir ist es fast egal, wie man mich nennt, aber ich möchte nicht als Kleinkünstler bezeichnet werden. Das finde ich despektierlich. Überhaupt dieses ganze Wort Kleinkunst, das ist ja was Ekelerregendes. Ja, ne? Das ist so wie Vagabund, ne? Das hat so was. Ja, Gaukler. Ja. Ist so also halbseidenes Gesocks, ne, das so um Almosen bettelt. Ja, ja. Im Augenblick müssen wir ja kämpfen, um die Systemrelevanz. Insofern sollten wir uns von solchen Begriffen vielleicht trennen. Es hat auch immer was Unlauteres, ne? So als wären wir, ja, wie du sagst, Gauner. Wir sind an der Schwelle zum Gaunersein, aber haben doch Leute noch irgendwas Kunstfertiges an uns. Es ist so wie es gibt doch in der Kunst auch was. Kunsthandwerk. Das ist ja auch so ein Wort, ne? Kunsthandwerk. Das möchte man auch nicht machen. Ja. Nee. Ich möchte auch nicht den. Hast du eigentlich schon mal den deutschen Kleinkunstpreis bekommen? Lass mich über. Nein. Ich habe nur einmal einen Preis gewonnen, das war der Prix Pantheon und danach nie mehr wieder. Also. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den auch schon mal bekommen habe. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Bei mir hat man sich aber vertan. Also das, so. Ich bin ganz sicher, man hat sich vertan. Man dachte, ich wäre einer dieser integrationswilligen Ausländer, aber ich habe mich dann doch als latenter Deutscher entpuppt. Ja, und auch integrationswillig stimmt nicht gleich welcher Nation, ja, würde ich mal auch nicht sagen, generell falsch. Ja, aber kommen wir ein bisschen zu dem, wie gesagt, was ich von deiner Biografie kenne. Also ich weiß, du kommst aus dem Umfeld von Wurst Olli, Oliver Welke. Und von Oliver Kalkofe, den beiden Ollis, die zusammen, glaube ich, über 300 Kilo wiegen dürften. Ja, das noch ungleich verteilt. Und du bist das intellektuelle Mittelgewicht dazwischen. Ihr seid die Hamburger Posse und ihr habt irgendwann angefangen in einem Radiosender, Radio, nicht Enjoy, irgendwie so ein FFN, aber ich verwahre mich gegen den Begriff Hamburg.
ganz nee, deutlich. Habe ich Hamburg gesagt? Hannover, entschuldige ja, bitte. Ja, ich bin ja als Rheinländer, gucke ich nach oben und das ist für mich alles eine Suppe. Polarkreis, ja. Haha, Hamburg, Hannover, keine Ahnung, Haifischbecken. Ja. Ja, für mich sind die Rheinländer auch alle gleich. Ich kann die auch nicht unterscheiden. Sag jetzt bloß nicht Düsseldorf und Köln oder sowas. Das geht doch, gar nicht. Doch, ja, ich weiß, es ist ein alter Gegensatz, der kultiviert wird, um zu verdecken, dass es im Grunde die gleiche Mompe ist. Also noch schlimmer ist, wenn Leute sagen, du kommst doch aus so einem Ruhrpott. Das darfst du zu einem Rheinländer nicht sagen. Das mache ich ganz gern. Aber du kommst aus Hannover. Ich sage in Köln, ich komme nicht aus Hannover, aber ich sage gerne in Köln, ich finde Köln ganz toll, das Alt, das schmeckt mir so super. Das finde ich ganz gut. Das ist eine der, vice versa auch machen. Eine der einfachsten Methoden, um Feinde sich zu machen. Und sich einen Kölner zum Feind zu machen, ist natürlich die höchste Ehre, die man sie überhaupt erreicht. Das, nein, ich komme, ich komme nicht aus wo sollte ich nochmal herkommen? Hannover. Nee, ich wohne nicht mal da, aber ich habe da viel zu tun und lange in einem Radiosender gearbeitet, arbeite ich noch sogar. Ich wohne jetzt im Landkreis Schaumburg, das wird dir gar nicht doch, sagen. Doch, Schaumburg-Lippe sagt mir ganz viel. Warum? Ach, ich bin doch ein altes Tourneepferd, hallo? Wir kennen doch wirklich jedes Drecksloch dieser Republik, weil wir da gespielt und sogar übernachtet haben. Wenn du so weit unten warst, dass du in Schaumburg-Lippe gespielt hast, dann war noch nicht viel los. Na, ich habe da gespielt, aber ist Lippstadt auch Schaumburg-Lippe? Ja, ne? Nein. Schaumburg-Lippe ist auch was ganz anderes. Also ich wohne in Schaumburg, das ist nicht Schaumburg-Lippe. Wo ist denn das? Ja. Bad Eilsen oder sowas? Das gibt es ja, aber Schaumburg-Lippe ist ein altes Fürstentum, das aber 1919 aufgehört hat zu existieren. Jetzt gibt es einen Landkreis Schaumburg, der ist kurioserweise doppelt so groß wie das alte Fürstentum Schaumburg-Lippe. Und welche Stadt gibt es da? Oh, da wird's schwierig. Also Stadt, okay, ich habe einen Fehler gemacht. Welches Kaff nennt sich dort Stadt? Stadt ist, glaube ich, ab 10.000 ein. Also Stadthagen ist der Kreissitz, und aber die Residenzstadt ist Bückeburg. Ah, okay, das ist so, ja, so seitlich von Hannover hoch in Richtung Hamburg, richtig? Ja, seitlich, wenn du westlich meinst, dann sind wir auf der richtigen Spur. Ja, ist da nicht auch dieser Tierpark, dieser komische? A7? Was für irgendwo ist da doch ein Tierpark. Gib's zu. Nein, das ist nördlich von Hannover, gibt es den Vögelpark Walsrode, wenn du den meinst. Heißt der wirklich Vögelpark? Nein, aber er wäre es gerne. Vor allem nur mit Vögel angucken ist doof. Da fällt mir ein, weißt du, wie man in Köln, es gibt am Kölner Ring, alles in Köln ist ja immer Ringe, weil es eine römische Stadt ist. Auch Gürtel gibt es. Gürtel gibt es auch, und an einem Ring, ich glaube der Militärring, gibt es die Verrichtungsboxen, kennst du das? Ich ahne, was es ist. Ist das sowas wie Golden Gate oder wie das Ding heißt, wo man den Arsch reinschiebt? Nee, das ist ein Parkplatz für Wohnwagen, in denen die Prostituierten ihre Dienste anbieten können, in Boxen, also in blickdichten Boxen. Und das ist von der Stadt sozusagen eingerichtet, die Verrichtungsboxen. Schön. Allein das Wort Verrichtungsbox hat bei mir eine leichte Geilheit erzeugt. Bei mir auch. Ich fahre jetzt hier auf den Straßenstrich und sage, was wollen Sie fürs Verrichten? Ja, alleine wenn ich Fahrradständer sehe, ist bei mir das gleiche ungefähr als Phänomen. Na sehr gut, da freue ich mich aber, dass ich heute den richtigen Gast habe, um es mir auch für die nächsten 100 Jahre zu verscherzen. Ja, ich weiß. Du sitzt also gerade... Du hast einen schlechten Ruf, glaube ich, auch bei Radio 1. Ja, ja, wo wir gerade bei Sexismus sind. Also Bückeburg ist bei dir auch in der Nähe. Ja, Bückeburg ist ganz hart. Es klingt ein bisschen nach Aftershow-Party, finde ich. Obwohl, es kommt von den Buchen her. Ah, okay, verstehe. Wohnst du da oder lebst du noch? Ich wohne nicht mal in Bückeburg, sondern ich wohne noch 20 Kilometer außerhalb von Bückeburg. Ach du Scheiße, das ist auch der Schall im Hintergrund, sozusagen der Wald, der dich umgibt. Mitten im Schaumburger Wald in einem Forsthaus. Wir reden gleich weiter. Es ist ein sehr, sehr schönes Intro, finde ich. Also ich als Zuhörer würde jetzt spätestens abschalten, wenn ich nicht... Gott sei Dank bist du nicht systemrelevant. Genau. Und oder ich würde einen Beschwerdebrief vorbereiten. Aber das ist hier bei uns üblich. Die Leute, eigentlich ist unsere Sendung nichts anderes als eine permanente Anregung zur Beschwerde. An sich auch ein schöner Titel für eine Fernseh- und für eine Radiosendung. Permanente Anregung für eine Beschwerde, ne? Ja. Beschwert euch. Paff. Gefälligst. Oder? Nee, Paff, doch, Paff. Herzlich willkommen beim Paff. Da haben wir doch mal wieder was ausgebrütet. Freut mich sehr, wir reden gleich weiter und ich glaube, wir haben genug, worüber wir reden können. Auf jeden Fall, du bist da, ich bin da, wunderbar, in der blauen Stunde. Heute Dietmar Wischmeier mit mir, jetzt hören wir erstmal ein bisschen Musik und gleich reden wir weiter.
Radio 1. 1. Nur für Erwachsene. Dietmar Wischmeier, mein Kollege aus der Heute-Show, ist heute bei mir in der Blauen Stunde. Und Dietmar, du sitzt irgendwo an einem Waldrand in der Nähe von Bückeburg. Ja. Und was machst du da? Also was machst du gewöhnlich erstmal und was machst du heute? Es ist eigentlich die Zeit, wo man sich dem Laubfegen widmet, über Tage und Wochen, weil es sind so viele Bäume auf dem Grundstück, unter anderem eine 100-jährige Linde, die tonnenweise Laub produziert. Das ist so die Beschäftigung für den November. Ansonsten mache ich ehrlich gesagt mehr oder weniger nichts so den ganzen Tag. Ich würde ja mal sagen, so als deine Berufsbezeichnung am ehesten fällt mir ein Satiriker. Ja, das ist schön. Das und geht, ja. Wo du gerade beim Laub bist, du bist ja auch bekannt dafür, ähnlich wie ich, das ist auch eine Gemeinsamkeit, die wir vielleicht ansprechen sollten, dich über Dinge aufzuregen. Mhm. Und geht es dir ähnlich wie mir, dass du diese Laubbläser hasst, weil sie nichts anderes sind als eine Pimmelverlängerung, mit der alte Männer viel Krach machen, mit Vorliebe zu Uhrzeiten, zu denen sie andere quälen wollen, die nicht so früh aufstehen, aufgrund der senilen Bettflucht, wie sie selbst? Gute Frage, oder? Hast du dich jetzt schon mal ausführlich ausgekotzt, ja? Hast du das vorher notiert? Nein, das war spontan. Das Analoge zu alten Männern und deren Pimmeln ist beim Laubbläser hauptsächlich, dass da auch heiße Luft rauskommt. Nun, ansonsten beschreibst du ein rein städtisches Phänomen. Auf dem Lande gibt es keine Laubbläser. Da gibt es so viel Laub, da käme man mit so einem ganz städtischen, kleinpimmeligen Bläser kaum gegen an. Also bei euch sind die Laubbläser dann so Kapellen von Jungs in Knickerbockerhosen, die zum Volksfest auftreten, oder? Nein, die Bückeburger Laubbläser. Guck mal, hier wird noch mit dem Rechen gekehrt. Ja, ja, ganz analog. Bist du ein Spießer? Ja, ich glaube schon, ja. Also ich bin auf jeden Fall mal, glaube ich, hatte tatsächlich mal einen Bausparvertrag vor Jahrzehnten. Insofern darf man sich, glaube ich, Spießer nennen. Und bist du deshalb auch ein Antispießer, weil du selber einer bist? Hast du dich selbst? Ganz so gar nicht. Also ich bin kein Selbsthasser. Nee. Also ich weiß ich nicht, was ist nicht der Spießer durch diese komische Bausparwerbung rehabilitiert worden? Sind das nicht die umsichtigen Menschen, die für ihre Altersvorsorge sich auch ein bisschen bemühen und so? Machen die nicht alles sinnvolle Sachen? Ich würde sagen, der Spießer hat sich heute verändert, oder? Also das, was zu ich weiß nicht, wie alt bist du eigentlich? 60, ne? Irgendwie so. Ja, da, bisschen über 60 mittlerweile schon, ja. Ich bin 52. Also sagen wir mal, zu unserer Zeit waren ja die Spießer die, die den Wackeldackel im Fond ihres Mercedes hatten und einen karierten Hut und stramm CDU gewählt haben. Heute würde ich sagen, sind das die 45-jährigen Spätmütter, die im Biomarkt kaufen. Ja, das würde ich auch sagen. Und gerade die du beschrieben hast. Wackeldackel und diesen komischen Trilby, den auch der Kommissar getragen hat, das tragen heute ja die Hipster, die sich nicht so nennen wollen, weil das ist ja auch mittlerweile ein Schimpfwort. Also alles das, was wir an sich blöd und spießig fanden, früher ist ja heute hip. Ja. Die laufen ja rum wie die Opas. Was es dummerweise nicht mehr gibt, ist dieser Typus Rentner, der mit dem Spazierstock, also mit dem Griff der Spazierstock, kleine Kinder von hinten um den Hals greift und vermöbelt. Das gibt Freundchen. Es gar nicht mehr. Ja, Freundchen. Hör mal zu, Sportsfreund. Ja. Sportsfreund, ich auch sehr. Sportsfreund ist ganz wichtig. Du kommst also tatsächlich aus einer Zeit, in der ja die Rollenvorbilder anders waren und auch die. Ja, das oder? Kann man so sagen. Kann man sagen, und man selbst war ja Antagonist, weil man hip sein wollte, weil man anarchistisch war und weil man diese Vorlage, die einem diese Nachkriegsgeneration gegeben hat, ja auch sehr dankbar angenommen hat. Ja, wir hatten das große Glück, ich kann das zumindest für mich sagen, dass wir uns von unserer Elterngeneration absetzen konnten. Das ist ja heutigen Jugendlichen gar nicht mehr gegeben. Die dürfen ihre Freundin oder ihren Freund auf Opas und auf Omas Sofa vögeln, da hat er nichts dagegen. Die räubern den Kühlschrank aus, die werden von einem Verständniswolke umgarnt, dass sie überhaupt keine Chance mehr haben, ihre Eltern zu hassen. Das ist ja ganz schrecklich. Wie wollen die immer auf eigenen Füßen stehen? Ja. Das war bei uns natürlich leichter. Also da hatte man schon. Also man kriegt auch mal einer einen Hals, ja. Also das war schon, Aggressionspotenzial war auf jeden Fall da. Traust du dich, deine Zielgruppe zu verändern? Also die Zielgruppe, die du angreifst, nicht die, die dich unterstützt? Die Zielgruppe, die ich angreife, zu verändern? Also das heißt, findest du es zu heikel oder anders zu
gefällig sogar, in diesen Kanon derer einzusteigen, die dann in jedem zweiten Witz über die spätgebärenden Mütter am Prenzlauer Berg herziehen? Oder sagst du, nee? Ja, das ist, nein, das finde ich, rein von der professionellen Seite finde ich das, ich finde das jetzt moralisch gar nicht verwerflich oder so, das hat ja gar nicht zu suchen, aber es gibt viele Witze, die sind längst gemacht und durch. Und gerade diese Stilgruppe, die du gerade nanntest, ich weiß gar nicht, wie viele tausend Witze da schon drüber gemacht worden sind, da muss man sich was anderes überlegen. Irgendwann waren ja auch mal die Greta-Witze durch, also sehr, sehr schnell schon. Hm. Mittlerweile Corona-Witze bitte nicht. Und Veganer gesund, geht ist, gar nicht mehr. Oh, ne? Veganer, es ist alles auch doppelverdiente Paare an der Käsetheke, die sich über den Ziegenkäse, den echten, authentischen aufregen. Das ist alles so schnell durch. Die Witz-Rohmaterie wächst zu langsam nach, finde ich. Das ist das große Problem. Man muss suchen und das Gefährliche an unserem Job ist, wenn man denkt, man hätte irgendwie einen Witz gemacht und muss ihn dann bei einem anderen Kollegen entdecken. Das ist ja ganz schlimm. Das also man ist ja nicht mal mehr originell. Ja. Man ist ja auch nur einer, dem nicht viel einfällt. Das ist wie ein Pulli kaufen und dann trifft man in der Stadt jemanden, der den gleichen Pulli trägt. Ja. Ich habe dann ja. sofort diese Pullis weggeschmissen. Ich konnte das nicht ertragen. Du bist eine Frau. in mir bin ich eine Frau. Die Frage, die mich umtreibt und die ich dir auch stellen möchte, ist, wir Satiriker, wir Kabarettisten, wir Comedians, wir Humorfacharbeiter, wie ja auch so ein schönes, abgenutztes Wort immer benutzt wird. Wir haben ja eigentlich eine Verantwortung. Wir haben die Verantwortung, immer wieder uns auf Positionssuche zu betreiben und dabei ja auch, sagen wir, modern zu bleiben und trotzdem in irgendeiner Form unangenehm zu sein und vielleicht doch aber auch einen Trend zu sehen oder abzufangen, der kommen könnte. Da habe ich sehr kompliziert gefragt. Und in diesem Wechselbad der Gefühle haben wir auch noch Konkurrenten, die uns entweder was abgucken oder es vorwegnehmen oder es gleich machen. Ist das für dich etwas, was du kognitiv bewältigst? Also setzt du dich an einen Tisch und überlegst, was mache ich jetzt? Oder bist du intuitiv und sagst, ich mache das jetzt mal und guck, was passiert? Ich bin intuitiv. Ich nehme ja auch kaum das wahr, was die Kollegen machen. Und zwar aus zwei Gründen. Entweder sind sie so viel besser als ich und ich ärgere mich schwarz, dass mir das nicht eingefallen ist. Oder sie langweilen mich unendlich, weil sie genau diese Witze über Spätgebärende am Prenzlauer Berg machen. Also das sind die beiden Möglichkeiten, auf die ich treffe. Und die gefallen mir beide nicht. Deswegen versuche ich es nicht wahrzunehmen. Und gucke mir lieber so normale Menschen im Supermarkt an und so. Versuche da irgendwie Witze draus zu extrahieren. Was im Augenblick treibt mich zum Beispiel um, irgendwas zu machen über digitales Trübsalblasen, diese soziale Isolierung an ihren Zoom-Rechnern und ihren selbstbezogenen Internetseiten, diese Vereinzelung, diese Vereinsamung auch in der digitalen Welt. Das finde ich, was mich im Augenblick umtreibt. Aber das wiederum so zu verarbeiten, dass es auch noch nicht nur satirisch entdeckend ist, sondern auch noch lustig und unterhaltend. Das ist ja die wahre Problem dabei. Mhm. Macht Oliver Pocher auch. Ja, Oliver Pocher ist ganz, ne, Oliver Pocher hat auch durchaus Fähigkeiten, das will ich gar nicht abstreiten. Hat er auf jeden Fall. Der ist ein schlagfertiger Mensch. Also seine bestechendste Fähigkeit ist seine Ausdauer und sein Überlebenswille. Ja, und immer wieder ein neues Opfer zu finden, an dem man sich abarbeiten kann. Ja, das ist eine Qualität. Ist auch, der ist, glaube ich, jetzt auch gerade zum Wendler hingefahren nach Florida. Das musste er erstmal bringen. Ja. Das musste er bringen. Aber gut, er fliegt regelmäßig nach Florida wegen seiner Kinder. Ja, stimmt. Ja, der hat ja auch noch eine zweite Vorehe da. Der ist auf jeden Fall sehr vermehrungsfreudig. Also sobald Oliver Pocher auftaucht, riecht es nach Kind. Ja. Wir hören noch mal Musik. Dietmar Wischmeier ist bei mir in der Blauen Stunde. Es wird immer angenehmer und ich glaube, wir müssen mal gucken, wie wir jetzt an die unangenehmen Stellen kommen. In der Blauen Stunde, heute. Radio 1. Die Blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Dietmar Wischmeier bei mir in der Blauen Stunde. Dietmar, ich möchte Kollegenschelte vermeiden. Das ist immer so einfach, über andere zu reden. Aber gehen wir mal so auf die Sujets ein, die in den letzten Jahren sich gut verkauft haben. Da ist dieses Mann- und Frau-Ding gewesen. Das ist eine Zeit lang durch die Decke gegangen. Dann kam die Phase, in der die Kabarettisten und Comedians alle älter wurden. Dann wurde sehr viel über nervige Kinder gesprochen. Dann kam die Phase, wo sie auch alle reicher wurden. Dann kam die Phase, in der man sagte, ich fahre mit dem SUV vor den Biomarkt und habe ein ganz schlechtes Gewissen.
Und eben vor der Pause hast du gesagt, dein Thema gerade ist die soziale Isolation in Zeiten des Internets. Warum? Ist das ein Thema, das dich wirklich beschäftigt? Ja, es beschäftigt mich insofern, als ich auch einer derjenigen bin, der natürlich auch in seinen Kontakten deutlich beschränkt ist durch die Corona-Zeit und das erstmal wahrnimmt, wie sehr man dann doch auch komischerweise bei aller Anthropophagie, würde ich fast sagen, auf das Spiegelbild des anderen Menschen angewiesen ist. Das kannst du das Fremdwort bitte übersetzen? Wir haben sehr junge Zuhörer. Menschenfressen. Ja, ah, ja. Phagi ist Fressen und Anthro-Menschen. Okay. Sehr gut. Hast du Latein gehabt? Ja, ich habe Latein. Warum kannst du dann Griechisch? Ich habe einen Doktortitel in alles. In alles, das ist schön. Ich bin Doktor alles. Ja, also man mag, ich bin ja nicht so wahnsinnig empathisch, würde ich mal mich selbst, nicht selbstkritisch, sondern selbst analysierend bezeichnen. Deswegen habe ich als Überraschung festgestellt, dass ich durchaus auf die Anwesenheit von anderen Menschen nicht generell verzichten möchte. Also du bist ein Misanthrop, um bei den Fremdwörtern zu bleiben. Ja, natürlich. Misanthrop ist eine Frage des Intellekts und keine Frage der Haltung. Was macht dich so misanthrop? Also was ist das? Die Anwesenheit von Menschen, was sonst? Und was erkennst du in denen, was dich stört? Die Ähnlichkeit oder die Unterschiede? Die Ähnlichkeit und die Unterschiede. Ich erkenne vor allen Dingen ihre ungeheure numerische Präsenz. Die finde ich, reicht aus, um sie nicht zu mögen. Deswegen wohne ich auch auf dem Land in der Einöde, weil ich würde diese Präsenz nicht aushalten in einer Großstadt. Wie kommt das? Also ich habe das auch ganz extrem. Ich will jetzt keinen Stand-up hier spielen, aber zum Beispiel Flugzeug. Wenn du siehst, dass immer wieder die gleichen Dinge passieren. Also Langstreckenflug, Leute hatten 3 Stunden Zeit am Gate aufs Klo zu gehen und sobald die Maschine in der Luft ist, ist eine Schlange vorm Klo. Und du denkst, sag mal, wollt ihr einfach nur ausprobieren, wie sich das anfühlt, in 12.000 Metern zu scheißen oder was ist da los? Ich verstehe das nicht. Mein Lieblingshasser ist der Lehnenreißer im Flugzeug. Also die Lehne, an die ich mich lehne, ist doch meine Lehne. Warum ist da kein Eigentum dran oder ein Besitz? Leute, die aufstehen und die Lehne reißen. Oder Leute, die im Gang stehen und ihre müffelnde Korthosenpräsenz in die Nähe meines Riechorgans bringen. Horror, Horror. Oder durch den Schlitz des Sitzes hinten ihren Fuß strecken. Das habe ich auch schon erlebt. Es ist alles ganz schlecht. Ich habe mal, also um die ganze Erbärmlichkeit der menschlichen Existenz mal in einen Satz zu fassen, man kann sich nicht vorstellen, dass sich 300 Schimpansen in einem Flugzeug aufhalten und sich nicht gegenseitig umbringen. Und daran merkt man, wie abgefuckt wir mittlerweile sind. Wir stehen mit 3-4 Leuten in einem Lift rum, den wir nicht selber bedienen, den irgendeine Automatik rauf und runter fährt und die Türen aufschließt. Wir haben so viel von unserem Selbstbewusstsein aufgegeben, dass wir tump und dämlich wie die Amöben in irgendwelchen komischen Kästen rumsitzen mit anderen Idioten, die wir nicht mögen, statt sie umzubringen, was normal wäre unter Primaten. Das wäre gar nicht so schlecht manchmal, wenn es nicht einen moralischen Aspekt gäbe. Aber gerade Fliegen und Verkehr, das ist für mich auch so ein Thema. Ich habe da auch Begriffserfindungen, also Hektoflegmat zum Beispiel. Das sind Leute, die an der Treppe zum Flugzeug, wenn man mit dem Bus zum Flugzeug gebracht wird, drängeln, um ins Flugzeug zu kommen und dann stehen sie im Flieger und gucken nach oben, weil sie ihr Gepäckfach nicht finden. Und dann denkst du, wenn du so dumm bist, dann warte doch einfach bis zum Schluss, dann hast du noch viel mehr Zeit, als das ganze Ding zu blockieren. Da musst du dann mit einer Bazooka durchlaufen und einfach wild um dich schießen, oder? Ich finde das übrigens sehr schön, wir hier eine absolute arrogante Großstadt-Luxusprobleme gerade ereifern. Wir müssten das jetzt noch einem Obdachlosen erzählen, wie scheiße das ist, immer zu fliegen. Ja? Da wäre der Zynismus vollkommen. Ja gut, aber da gibt es ja auch wieder Sachen, über die man sich aufregen kann. Ich weiß nicht, magst du diese Akkordeonspieler in den Fußgängerzonen, die immer der Pate spielen? Also gibt es hier noch einen schlimmeren auf dem Wochenmarkt, der spielt heißt das Orthophon oder so, das ist, wo in einem elektrischen Feld mit der Hand rumgewedelt wird. Als wenn man eine Katze über die Kreissäge schiebt. Es ist ganz furchtbar. Ja, also wir beide, stelle ich fest, haben genug Anlass, uns aufzuregen. Ja. Wo siehst du, was ist dein blödes Wort, dein Auftrag, dein innerer Auftrag, dein Anlass?
Was ist der Impuls? Mein Auftrag, der Impuls ist, ich glaube, dass ich das, was ich mache, also wenn man mal vom Gelderwerb und Lebensunterhalt absieht, auch als riesiges Purgatorium sehe, um mich ständig zu reinigen von dem, was mich so umtreibt und nicht daran zu verzweifeln. Das ist ja das Schöne, wir können ja das, was wir hassen, in Geld umsetzen. Ist das toll? Ich kann jetzt mich darüber aufregen, dass im Flugzeug Leute, sobald das Ding steht, sich in den Gang stellen und dann warten, bis die Türen aufgerissen werden. Warum bleiben die nicht einfach sitzen, statt da irgendwie doof rumzustehen? Darüber kann ich mich aufregen, nehme das auf für Radio 1 und verkaufe den DOS. Ist das toll? Super. Da kann ich mich jeden Tag drüber freuen. Ein Privileg auf jeden Fall. Aber ist es nur das? Ist es nur der pragmatische Aspekt? Ist es auch ein philosophischer Aspekt dahinter? Ich mag mich nicht auch so groß aufhängen. Also ich finde ja auch, weil wir vorhin, hast du das auch ein bisschen angesprochen, haben wir als Satiriker sozusagen einen Aufklärungsauftrag. Ja, einen haben wir, aber nicht den, ich werde jetzt auch keine Kollegen schelten, aber wir haben jetzt nicht den Auftrag, den Leuten den rechten Weg zu weisen oder eine Haltung zu produzieren, sondern wir haben, glaube ich, den Auftrag, sie über die Widersprüchlichkeit der Welt in Kenntnis zu setzen und das, was wir als Realität oder bei uns als Realität verkauft wird, nicht als solche zu akzeptieren in jeglicher Nuance. Das ist der Auftrag, aber nicht in den rechten Weg zu weisen. Und immer wieder diesen Spalt aufzuschlagen, wo dann das, was die erzählen, das stimmt doch eigentlich gar nicht. Ja, das ist doch irgendwie widersprüchlich. Und nicht aber, seht her, was richtig ist. Das ist das Messianische, das geht mir völlig ab. Gibt es irgendwas, was mit dir, mit deinem Inneren verbunden ist, an dem, was du nach außen trägst? Das ist jetzt aber eine ganz komplizierte, die habe ich ehrlich gesagt gar nicht richtig verstanden, die Frage. Naja, kommt das, was du machst, aus deiner eigenen Lebenserfahrung? Also hast du etwas erfahren, was dich dazu bringt, etwas zu erklären? Nein. Ich möchte gar nicht anderen Leuten was erklären und ich mag es auch nicht, etwas erklärt zu bekommen. Möchtest du bestätigt werden? Das möchte ich auf jeden Fall, wer möchte das nicht? Also ich glaube, ich bin da auch ein bisschen empfindlich, wenn man mich doof findet. Ich gucke auch nicht, guckst du rein in die ganzen vielen sozialen Medien, die sich mit dir beschäftigen und deine Sachen kommentieren? Um mich zu unterhalten, ja, aber gelegentlich. Also ich kann das, mich unterhält die Dummheit der Menschen schon sehr. Also ich ahne, dass es sehr viele dumme Menschen gibt, und das sage ich jetzt mal ganz arrogant, aber ich bin dann doch immer wieder überrascht, dass es mehr gibt, als ich erwartet habe. Mir fällt es schwer, mich auch nicht als nicht verletzt zu fühlen, wenn die so unsägliche dumme Scheiße. Ja, ich bin dann auch irgendwie beleidigt. Aber das muss ich dann korrigieren. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Manchmal bin ich auch überrascht, wie klug die Leute es schaffen, einen zu verletzen. Also sie sagen dann wirklich so Sachen wie, ich habe dich durchschaut, also sie sagen nicht, ich habe dich durchschaut, aber seit Jahren macht er schon das und das und das, weil er will eigentlich das und das und denkst, boah, Alter, das tut gerade richtig weh, weil da ist auch was Wahres dran. Ja, das ist ganz bitter, sich selbst ertappt zu fühlen, das ist ganz schlimm. Also die eigenen Fehler sind ganz, ganz furchtbar. Gott sei Dank merkt man sie so oft nicht. Ich mag aber auch nicht, wo wir sind, bei solchen Sachen, die... es gibt so Freunde und Bekannte, die psychologisieren, also die so eine Vulgärpsychoanalyse betreiben und sagen wir mal Theorien oder Haltungen, die ein selbstreferenzielles Momentum darin sehen, dass jemand, der sie ablehnt, ein Teil dieser Theorie ist. Das ist das Allerschlimmste, was ich so überhaupt. Das heißt, wenn du nicht religiös bist, bist du ein Ketzer. Ja. Wenn du nicht an die Psychoanalyse glaubst, dann hast du Widerstände in dir. Ja. Lass uns da gleich weiter drüber reden. Wir sind hier gebunden an die Zeit und die Zeit sagt, wir müssen Musik spielen. Ich weiß nicht, welchen Titel Jürgen König, mein Redakteur und Eleve, sucht immer wunderbare Titel aus. Und den hören wir jetzt und gleich geht's weiter. Mit Dietmar Wischmeier hier in der Blauen Stunde. Radio 1. 1. Nur für Erwachsene. Dietmar Wischmeier ist mit mir in der Blauen Stunde. Vor der Musik haben wir gesprochen, über das Schwarz-Weiß-Denken unserer Zeit. Ist das etwas, also mich zum Beispiel treibt das um, dass die Debatten der letzten Wochen, der letzten Monate, insbesondere natürlich auch durch die Corona-Krise, extremer geworden sind, verschärfter sind und einseitiger. Ist das etwas, was dich auch beschäftigt und suchst du da eine Lösung? Gibst du dem eine Antwort, wenn du auf der Bühne stehst oder deine Sendung machst? Auf der Bühne
Überhaupt in der, die haben ja so lange keine Live-Präsenz mehr gehabt oder nur in ganz, ganz geringem Maße. Das Schöne ist ja, das ist ja eine der letzten Möglichkeiten, wo man, wo einem tatsächlich zugehört wird. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind Leute, die hören einen anderthalb, zwei Stunden zu und man kann denen was erzählen. Und die unterbrechen einen nicht mal. Das ist, hat man ja im Privatleben überhaupt nicht mehr. Mhm. Das finde ich schon ganz toll. Ich möchte denen aber auch nicht wirklich was erklären und ich möchte ihnen nicht irgendeine Wahrheit vermitteln, denn das, ich lasse es mal anders sagen, wo du sagst, dieses Schwarz-Weiß-Denken in dem, was heutzutage die Debatten bestimmt, ist dem geschuldet, dass zu viele Leute sich daran beteiligen. Hm. Es gibt zwei Dinge, die essentiell sind für eine funktionierende Gesellschaft, vor allen Dingen für eine demokratische. Volk halt mehr oder weniger die Schnauze. Das nennt sich repräsentative Demokratie und nicht jeder darf sein Maul aufreißen. Und Medien haben einen Redakteur und einen Verantwortlichen in Sagen des Presserechts. Etwas, das es ja im Netz leider gar nicht gibt. Jeder Blödmann, jeder rechte Troll, alles kann sich da verbreiten und auf der gleichen Ebene eine Meinung bilden wie Leute, die auch klug sind. Es gibt ja nicht nur Blödsinn im Internet, das ist ja auch Quatsch. Aber es verschwimmt in der riesigen Menge des großen weißen Rauschens von Meinungen. Und jeder findet seine, die ihm gerade gefällt. Deswegen gibt es ja diese Echoräume. Hat die durch das Internet gestiegene Vielfalt der Meinung dazu geführt, dass wir toleranter miteinander umgehen? dass diese Frage ironisch war. Diesen gequälten Schwachsinn so ernsthaft vorbringen können, soll ich in meiner Bewunderung. Also gerade pastoral hast du das ja gesagt. Das macht das natürlich gleich verdächtig. Ja, gut, aber was ist deine Antwort darauf? Das Internet ist ja die pervertierte Form der Brechtschen Radiotheorie. Also jeder ist nicht nur Empfänger, sondern auch Sender, was damals, glaube ich, von Brecht als eine positive Utopie gemeint war, aber sich zu einer brutalen Dystopie entwickelt hat. Dass jeder alles sagen darf, von allen gehört werden darf, ist eine ganz furchtbare, gruselige Vorstellung und in der leben wir ja gerade. Das Internet hat viele, viele, viele tolle praktische Seiten, also dass wir zum Beispiel zusammen reden können, ohne in einem Raum zu sitzen, dass wir alle, die ganze Welt ist uns viel mehr zugänglich geworden. Wir könnten so unendlich schlau sein, alle zusammen, weil uns ja die ganze Information aus Bibliotheken und Filmen und was steht uns alles für eine riesige Welt zur Verfügung. Aber wir gucken nur in das, was wir schon kennen. Das heißt, in unserer Mentalität sind wir immer noch in der Phase, in der wir das Feuer entdeckt haben. Aber in der Herausforderung der technologischen sind wir total überfordert, weil wir damit gar nicht umgehen können, was wir an Möglichkeiten haben. Ja, es ist so. Ich weiß nicht, wie viele Podcast-Formen gibt es, glaube ich, bei Spotify gerade 40.000 oder so. Das ist einfach auch nicht mehr durchdringbar. Ja. Und ich weiß nicht, wie man da noch einen Wegweiser für finden sollte, dass man das, was einem Neuigkeiten bietet und wenn man das entdeckt. Früher gab es sogar noch mal Radiosendungen, da wurden einem neue Platten vorgestellt. Ja, wie schön. Mhm. Das war schön, weil es nur 12 waren in der Radiosendung. Heute kannst du das natürlich im Netz Hunderttausende auf einmal kennenlernen, wenn du möchtest. Das überfordert uns einfach. Wir kennen noch zu viele Menschen. Es ist der normale Schimpanse, also unsere nächsten Verwandten, die sind zwar unsere nächsten genetischen Verwandten, aber nicht unsere sozialen Verwandten, weil das sind ziemliche Mistviecher, die Schimpansen. Hm. Die können maximal so zwischen 50, also 25 und 50 andere Schimpansen aushalten, sonst drehen die komplett durch. Hm. Und wir haben jetzt plötzlich 3000 Freunde auf Facebook. Wie sollen wir damit zurechtkommen? Also leben wir in einem Zustand der permanenten Überforderung? Ja, ich glaube schon, dass wir von unserer genetischen und kulturellen Disposition nicht in der Lage sind, die Komplexität und Diversifizität dieser Welt noch zu durchdringen. Und da machen wir einfach, um uns auch psychisch gesund zu halten, machen wir die Augen zu. Es ist ja erwiesen, dass wir alleine schon durch unsere normalen Sinnesorgane so viel Hunderttausende von Informationen wahrnehmen, wenn wir nur aus dem Fenster gucken, da müssen wir schon 99% von gar nicht bis ins Gehirn weiterreichen. Und wenn jetzt auch die ganzen elektronischen Medien uns auch versorgen mit irgendwas, Zwischenfrage, liest du Zeitungen oder guckst du Zeitungen im Netz an? Tägliche Informationen, alltägliche? Also ich bin ein großer Freund von echten Zeitungen. Ich mag das haptische Erlebnis, eine Zeitung umzublättern. Also du putzt dir damit den Hintern ab. Das meinst du mit haptisches Erlebnis oder was? Nee, ich mag einfach eine Zeitung in der Hand haben und dieses Format auch. Das ist, warum habe ich und das du hast du eine Zeitung abonniert? Nein, ich abonniere nichts.
Nichts. Ich finde das ganz toll. Ich habe 2 Zeitungen abonniert, Wenn ich dich unterbreche. Es gibt ein Erlebnis in meinem Leben, was mich dazu gebracht hat, nicht mehr zu abonnieren. Bertelsmann Buchclub. Nee. Eine damalige Freundin hat mir zum Geburtstag ein Abo für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Sonntagszeitung, geschenkt. Ja. Und ich fühlte mich von der Zeitung drangsaliert, sie lesen zu müssen. Die Zeitung kam und mein innerer Trotz hat gesagt, ich werde dich nicht lesen. Weil ich will selber entscheiden, ob ich an dem Tag zum Büchchen gehe und mir irgendwie eine Bunte kaufe oder was weiß ich was und nicht jeden Sonntag diese scheiß FAZ-Sonntagszeitung auf dem Tisch liegen haben. Seitdem mache ich das nicht mehr. Du bist ein echt komplizierter Charakter, glaube ich. Du nicht? Doch auch, aber bei mir ist diese Frage, stellt sich natürlich gar nicht, weil ich müsste ja 20 Kilometer zum sogenannten Büchchen gehen. Ja, das ist dann ein bisschen blöd. Und meinst du kompliziert oder komplex? Naja, das ist beides, glaube ich. Also komplex in deiner Innenansicht, kompliziert für alle, die dich von außen sehen. Ja, da hast du mich aber wirklich erkannt. Das ist mein Wesen. So würde auch meine Mutter das sagen. Wie kommt der Humor dazu? Warum bist du ein Mensch, der lustig sein will? Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Vielleicht war ich nicht genug musikalisch oder sportlich oder mir fehlt es an jeglichen anderen Eigenschaften, dass ich mich darauf beschränkt hatte, was ich noch am ehesten machen konnte. Ich glaube, es ist jetzt mal ernsthaft gefragt, ich glaube, es gibt ein bestimmtes Talent, das haben alle Leute, die in dieser Branche arbeiten oder da erfolgreich sind. Das ist eine bestimmte schnelle Assoziationsgabe. Also die können, es gibt da Tests dafür, wenn man 2 Begriffe nebeneinander stellt und ein gemeinsames ganz schnell finden. Also bekanntes ist, du ziehst einen Globus und einen griechischen Buchstaben, dir fällt sofort Ptolemäus ein. Du hast sofort... Mhm. Okay. Ich hätte jetzt Gyros gesagt, aber das ist anderes. Gut, das ist die Generationenfrage. Ich bin noch auf einem humanistischen Gymnasium gewesen. Und deswegen ist das, glaube ich, diese schnelle Assoziationsgabe und etwas zu machen. Ich könnte ja zum Beispiel sagen, für in der letzten Folge der Heute-Show, in der ich war vor 2 Wochen, da ging es um Schröders Frau. Und mir ist als Name von Schröders Frau, das ist dann nicht gesendet worden, weil es auch irgendwie, glaube ich, rassistisch mindestens war, ich weiß es selber nicht, für seine Frau Kim Jong-5 eingefallen. Das finde ich eine gute Bezeichnung. Es ist ein bisschen böse, weil sie ja gar nicht aus Nordkorea kommt, aber sie ist die 5. und so. Das ist, also wie sich so etwas verdichtet in einem Begriff. Ich glaube, das ist das, was die Humor Beschäftigten ausmacht. Genau, und deswegen bleiben wir bei diesem Thema. Wir hören jetzt erstmal zwischendurch Musik und dann kommen wir tatsächlich zu einer ganz entscheidenden oder sagen wir mal zu einer spannenden, heiklen Frage. Bei mir ist heute Dietmar oder mit sich und mir zusammen, bei sich und mit mir ist Dietmar Wischmeier und wir sind in der Blauen Stunde und gleich sind wir wieder hier. Radio 1, die Blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. Zusammen mit mir heute in der Blauen Stunde ist Dietmar Wischmeier, mein lieber Kollege, aber auch manchmal sehr unlieber Kollege. Wir reden über Humor, über all das, was uns beschäftigt als Satire-Facharbeiter und kommen zu einem Thema, das auch in letzter Zeit uns immer wieder begegnet und mit dem wir einen Umgang finden müssen, nämlich der, nennen wir es Hysterie, der neuen, der modernen, der Internetgesellschaft. Du hast vor der Pause eben gesagt, der Witz, den ich da machen wollte in der Heute-Show, der wäre beinahe rassistisch gewesen oder hätte so verstanden werden können. Denkst du häufiger als noch vor 10, vor 20 Jahren darüber nach, ob du solche Witze machen kannst oder machst du sie einfach? Ich denke da tatsächlich drüber nach, weil es plötzlich ins Bewusstsein gerückt ist. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, ob das gut oder schlecht ist, dass es im Bewusstsein ist. Es ist halt da. Ja? Ich habe vor, ich weiß gar nicht, es ist schon 15 Jahre her, glaube ich mal, da hatte ich eine Serie, die lief auch bei Radio 1, Der kleine Tierfreund. Und da gab es einen... Der hat sich immer Tiere ausgesucht, über die er berichtete. Einen über die Negermöwe. Und das war der Spitzname der Krähe. Und es ging davon aus, dass sie halt als Schwarze hier leben muss, unter lauter weißen Möwen. Das würde ich wahrscheinlich heute nicht mehr machen. Er ist da auch irgendwann mal wiederholt worden vor 1-2 Jahren. Und dann gab es da auch natürlich entrüstete
Zuschauer- oder Zuhörerpost drauf. Das hätte es vor 15 Jahren nicht gegeben. Insofern muss ich einfach registrieren, es hat sich was im Bewusstsein der Menschen geändert. Beugst du dich damit dem Zeitgeist oder ist das deine wirkliche Meinung? Weil ja, warum hast du es vor 15 Jahren gesagt? Da warst du doch genauso bewusst. Weil es ein normales Wort war. Es war Wörter verändern sich halt. Das ist kann man finden, wie man will, aber sie sind halt nicht sakrosankt. Es ist nicht ein für alle Mal festgeschrieben, was ein Wort soll. Also es gibt ja diese bekannten Wörter aus der Nazi-Ideologie, zum Beispiel Endlösung. Das ist ja erstmal kein schlimmes Wort. Es ist in keiner Weise despektierlich, aber durch den Gebrauch für eine bestimmte Art von Massenmord, durch eine bestimmte Sorte Menschen, nämlich Nazis, ist es nicht mehr verwendbar. Oder Pogrom. Pogrom kann man sagen, ja. Pogrom darf man sagen. Kann man auch sagen, dass die Reaktion der Zuschauer auf die freie Meinungsäußerung eines Kabarettisten einem Pogrom gleicht? Nein, das kann man, glaube ich. Ich weiß auch, was du anspielst. Das sollte man nicht sagen, egal was es denn auch damit gemeint ist, weil Pogrom ist, glaube ich, immer noch eine Bezeichnung für eine Hetze auf bestimmte Volksgruppen. Das ist, glaube ich, festgeschrieben. Gehen wir mal ein Stück weiter. Der wissentliche Gebrauch, sagen wir mal, der wissentliche Gebrauch von Begriffen, die verfänglich sind, beziehungsweise die doppeldeutig sind. Das ist ja eine Methode, die heute Populisten sehr gerne anwenden, um damit für Aufsehen zu sorgen. Wenn ja. Höcke spricht von, keine Ahnung, dem Mahnmal der Schande oder zuvor Lucke sagt, wir leben in einer entarteten Demokratie, dann wissen Sie, das sind Begriffe, die benutzt worden sind von Goebbels, von Faschisten, die damit etwas ganz Bestimmtes zum Ausdruck bringen wollten, nämlich ihre menschenfeindliche Ideologie. Wenn jetzt anfangen Kabarettisten oder Menschen aus einem ganz anderen Spektrum gleich zu argumentieren und zu sagen, na das Wort, was ich benutze, das gab es im Mittelalter schon, das ist doch ganz unverfänglich. Ist das dann etwas, was man in einen Topf werfen kann? Kann man sagen, die agieren in ähnlicher Weise populistisch? Nein, ich glaube, es sind wirklich zwei verschiedene Sachen. Also wenn man sagt, das Wort gab es schon immer und hat immer was bezeichnet. Also nehmen wir mal, wir können es jetzt ruhig sagen, das Wort Neger ist sicherlich über Jahrhunderte ein völlig normales Wort gewesen. Und es gibt einen Aufsatz von Immanuel Kant, der heißt, der Neger, es ist völlig sinnlos, das heute zu ändern und in irgendwas zu ändern, in irgendeinen anderen Namen. Das heißt aber nicht, dass man den Begriff heute noch mit dem Verweis, der war früher mal anders gemeint, so einfach verwenden darf. Ein Beispiel, was unverfänglicher ist und nicht so auffällig ist, zum Beispiel das Wort Sonderbehandlung. Das wird dauernd heute noch ganz normal im Gespräch gemeint, ist aber das Nazi-Wort für Judenmord. Mhm. Und das braucht man, also ich verlange einfach von Menschen, die in der Sprache tätig sind, und das sind ja Kabarettisten, Satiriker, dass sie da eine gewisse Sensibilität haben. Und wenn Leute, also wenn Höcke sagt, Mahnmal der Schande, dann weiß er ja gar nicht in seiner uneuren Blödheit, dass er eigentlich die Wahrheit gesagt hat. Es ist ein Mahnmal der Schande, aber nicht das Mahnmal ist eine schändliche Tat, sondern es mahnt die Schande des deutschen Volkes an. Ja, ich frage mich halt, das Richtige gesagt. Ich frage mich halt, inwiefern man ein Kalkül damit verbinden kann, dass man in die Nähe von Fehlinterpretationen rückt. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich habe mir einen neuen Gasherd gekauft, der steht direkt neben meiner Dusche. Und Leute lachen. Ist das dann meine Verantwortung, es klar zu machen, in welchem Kontext ich das sage? Oder kann ich das einfach so stehen lassen und sagen, wer es missversteht, ist selbst schuld? Nein. Also ich meine, da du ja kein Idiot bist und dir diese Zusammenhänge klar gewesen sind, als du diesen Satz gebraucht hast. Ich will es nicht ausschließen, dass es tatsächlich auch mal Sachen hat, die sind einem so gar nicht bewusst gewesen, was man da gesagt hat. Aber bei Leuten auf der Bühne unterstelle ich das mal, dass das schon durchdacht worden ist und das kann man nicht sagen. Das geht nicht. Mhm. Ganz einfach. Führt das nicht in eine Sackgasse? Werden wir dann nicht irgendwann unfähig, überhaupt irgendwas zu sagen, ohne dass wir permanent darüber nachdenken, wie es falsch verstanden werden kann? Muss nicht auch das, was du tust, Fehler beinhalten? Und musst du nicht auch in der Lage dazu sein, zu falsifizieren? Entschuldigung. Ja, ich muss mich auch berichtigen können, das ist richtig. Es gibt ja auch nicht so ganz so viele Wörter, die mit diesem Konnotationshof belastet sind, dass man sie nicht mehr verwenden sollte. Das ist nicht der Fall. Ich habe gerade
gestern noch heute gelesen, da erinnerte man wieder mal an die Bücherverbrennung. Und da ist mir aufgefallen, in diesem Satz sagt jemand, die Bücherverbrennung ist nicht nur ein Angriff auf die Kultur, sondern ist auch eine Huldigung der Kultur. Das fiel mir deswegen auf, weil es heute eine Bücherverbrennung keine Sau mehr interessieren würde, weil Bücher gar nicht mehr die Macht haben. Hm. Also ja, genau, jetzt weiß ich es wieder. Anna Segers, Das siebte Kreuz, das war ein großer Artikel irgendwo in der Zeitung. Hm. Und dieses Buch, Das siebte Kreuz, das war mir gar nicht so bewusst, ist ja die Geschichte einer Gruppe von Menschen, die aus dem Konzentrationslager fielen. Nur einer überlebte, einer von sieben. Dieses Buch ist in der gekürzten Fassung im Handgepäck der amerikanischen Soldaten gewesen, um ihnen zu zeigen, gegen wen sie einfach kämpfen. Das kann ich mir heute bei keinem Buch mehr vorstellen, dass es diese Macht überhaupt noch haben könnte. Mhm. Insofern ändert sich alles. Die Begriffe ändern sich, die Bedeutung dieser Begriffe. Und unser Los ist ja, weil wir hatten vorhin gerade über Auftrag gesprochen und was wir eigentlich sein sollten als Satiriker, genau das immer zu beobachten und damit sorgsam umzugehen. Das ist unser Handwerkszeug. Und da sollten wir uns nicht selber mit dem Beitel in den Unterarm rammen, indem wir irgendwas von entartet vor uns hinfusseln, weil wir genau wissen sollten zumindest, was damit eigentlich gemeint war. Und ist es dann eine Steigerung des Zynischen, wenn jemand den Spieß einfach umkehrt und sagt, es ist auch Rassismus gegen Weiße, wenn man von weißen alten Männern spricht? Oder ist das ein Argument, das in der Folgerichtigkeit dieses Denkens zulässig wäre? Das ist schwierig zu beantworten. Letztendlich rein sauber argumentiert ist es natürlich genau so. Aber es ist nie sozusagen ist ja nie ein objektiver Bestandteil, sich rassistisch beleidigt zu fühlen, sondern es ist ja eine subjektive Wahrnehmung. Na, es ist ja auch eine Entweihung des Opferstatuses. Also es ist ja eine Aneignung, wenn jemand sagt, ich darf Neger sagen, wenn jemand mich alter weißer Mann nennt, dann ignoriert er ja die Geschichte der Sklaverei, und macht sich selbst zum Sklaven. Ja, er eskaliert sich in einen Opferstatus. Ja, ich finde es auch natürlich völlig überzogen. Das Argument zieht überhaupt gar nicht. Das ist völlig klar. Aber natürlich ist es auch zumindest despektierlich, wenn man von blauäugig spricht als ein bisschen doof und naiv. Ja, damit hat man die Blauäugigen beleidigt. Oder von Straßenköter blond, aber nicht von Eberarsch schwarz. Ja. Das ist eigentlich, man kann es nicht gegeneinander aufwiegen. Deswegen hören wir jetzt auch erstmal noch ein bisschen Musik, Dietmar, und machen dann danach weiter. Bei mir in der Blauen Stunde ist Dietmar Wischmeier. Wir hören ein bisschen Musik und gleich steigen wir genau da ein, wo wir gerade waren. Radio 1. Nur für Erwachsene. Dietmar Wischmeier ist mit mir in der Blauen Stunde. Wir waren eben vor der Musik an der Stelle, wie gehen wir mit Sprache um und wo sind die Barrieren, die wir zu beachten haben, moralische, ethische, politische. Jetzt ist aber unsere Aufgabe, wie du ja richtig gesagt hast, als Kabarettisten, Satiriker immer wieder an den Rand zu gehen oder die neuralgischen Punkte zu erforschen, die wir für relevant halten. Kann man das überhaupt, wenn man in gewisser Weise zu achtsam wird, bis man blockiert ist vielleicht sogar? Ja, das ist irgendwo ist da sicherlich eine Grenze und ich glaube, dass man in anderen Ländern, vor allen Dingen in Frankreich, da wesentlich weiter ist. Also da geht man viel ungenierter mit der Grenze um, dessen, was man vielleicht beleidigen könnte. Wir sind da halt sehr vorsichtig. In den USA ist man viel, viel vorsichtiger als hier. Da ist es ja schon eine Selbstzensur. Da müssen ja Warnhinweise, glaube ich, vor Büchern stehen, dass womöglich da etwas unterdrückt werden könnte, alles vorkommen könnte, das unterdrückt ist. Es ist auch eine Frage von Souveränität. Nun kann ich Minderheiten, die jahrhundertelang in einer Gesellschaft den Status einer vernachlässigten, benachteiligten Minderheit hat, von denen kann ich nicht verlangen, souverän zu sein. Ich kann schon als weißer Mitteleuropäer kann ich souverän sein. Ich bin als Student, wenn ich in Frankreich war oder in England, als Nazi beschimpft worden. Das war für die normal. Das hat mich natürlich überhaupt nicht gekratzt, weil ich mich nicht als solcher fühlte und keiner war. Aber ich kann es verstehen, wenn Leute nicht mehr Neger genannt werden wollen. Ja, das ist was anderes einfach. Ich glaube nicht, dass man einen Holländer beschimpfen kann, indem man ihn als Ausländer bezeichnet. Das ist ja, interessiert ihn einen Scheiß. Kaskopf würde ja schon reichen. Ja, krass. Auch das interessiert ihn nicht. Ich weiß nicht, wo ist bei dir eine Grenze? Ich
ich weiß nicht, wie man mich beschimpfen kann. Also sozusagen rassistisch kann man mich jetzt, wüsste ich jetzt nicht, wie man mich beschimpfen kann. Vielleicht ist das auch selber schon rassistisch, dass man sich nicht rassistisch beschimpfen lassen kann. Das ist kompliziert. Ja, das ist ja eine Frage, die sich Kabarettisten und Satiriker schon lange stellen. Ob das vor 30, 40 Jahren wer auch immer war oder Harald Schmidt oder Feuerstein oder dann die neue Generation Kristall, ich darf das. Das bleibt ja ein Thema und das Ausloten von Grenzen ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich finde, anders als du es gesagt hast, in den USA zum Beispiel, gibt es ja diesen rechtsfreien Raum der Bühne, auf der die Künstler ganz anders agieren, viel härter agieren und auch die Toleranzspanne größer ist. Es gibt aber dann den öffentlichen Raum, in dem das noch viel rigoroser ist als bei uns. Ja. Bei uns mischt sich das. Also ich habe manchmal das Gefühl, bei uns ist die Verwechslungsgefahr zwischen dem, was man eigentlich aus dem Kontext herausfiltern könnte als Kunst oder als Kabarett oder Satire und dem, was Realität ist, sehr groß. Und in den letzten Wochen war das ja auch immer Anlass für Diskussionen, dass man gesagt hat, der hat das aber ernst gemeint oder dass der Kabarettist war in dem Moment nicht in seiner Rolle. Lisa Eckert zum Beispiel. Ja, ne? Ist doch jetzt Antisemitin, das kann die doch nicht so sagen. Ja, ist da die Trennungsschärfe nicht richtig oder ist sie genau richtig? Nein, das ist ganz richtig, was du sagst, weil Rollenprosa wird in Deutschland nicht mehr verstanden. Das ist aber auch eine Schuld der Bühnenkünstler selber, weil es gibt ja kaum noch Künstler, die in verschiedenen Rollen auf der Bühne auftreten. Das sind alles irgendwelche Stand-up-Künstler, die sind das, was sie privat sind, auch auf der Bühne und sprechen auch in dieser Rolle. Und da ist die Verwechslungsgefahr natürlich groß. Wenn ich habe viele Figuren, es gibt zum Beispiel einen militanten, rechtsradikalen Rentner namens Willi Deutschmann, das bin nicht ich, ich behaupte es aber auch nicht, der hat einen anderen Namen, der spielt eine Rolle und da es viele Rollen gibt, die ich auf der Bühne spiele, ist die Verwechslungsgefahr nicht so groß. Wenn aber Helge Schneider, ist immer Helge Schneider, der kann sich kaum aus dieser Rolle rausstehlen, indem er sagt, das hat er jetzt als Bühnenfigur gesagt und nicht als privater Helge Schneider. Das ist das große Problem. Kann man diese Verantwortung abstreifen? Kann man sagen, ihr wisst doch um das Umfeld, ihr wisst um meine Person, ihr wisst, ich bin nicht zu Hause privat auf meinem Sofa, also was werft ihr mir eigentlich vor? Nee, das kann man nicht abstreiten. Es ist auch kein großes gesellschaftliches Problem, weil es wirft doch niemand einem Filmschauspieler vor, dass er in einer Rolle, also dass Bruno Ganz wird nicht vorgeworfen, dass er den Führer gespielt hat. Keiner glaubt, dass das seine Meinung ist. Ich habe es mal erlebt übrigens. Ich habe mal in meiner Anfangszeit für Aktenzeichen XY einen Dieb gespielt und bin dann von Leuten angezeigt worden, die gesagt haben, das ist der Typ, der da geklaut hat. Das finde ich gut. Das ist toll. Das ist ein großes Kompliment. Wollte ich gerade sagen, ich habe ihn wenigstens gut gespielt. Ja, wenigstens das. Nein, aber das war die Lynchjustiz nicht so weit. Ich finde, das ist eine interessante Frage, die uns gleich auch auf den nächsten Take sozusagen vorbereitet. Wie gefällig muss man sein, wie mutig darf man sein und wie trennungsscharf muss man bleiben? Also das sind ja alles Fragen, die wir uns irgendwie schon stellen. Auch wenn du sagst, ich bin da relativ autonom und ich habe meine Themen und die suche ich mir. Aber wir sind schon beeinflusst auch durch eine gewisse Angst, weil natürlich auch durch die Medienvielfalt, das was wir eben angesprochen haben, und durch die Meinungsvielfalt, einige Dinge, Mechanismen sind, die wir dann nicht mehr aufhalten können. Also ein Shitstorm auf Twitter, weil irgendjemand rausgefunden hat, dass du Negermöwe gesagt hast, der ist denkbar. Ja, das ist denkbar. Denkst du sowas dann voraus? Also, oder schämst du dich nachträglich oder bereitest Rechtfertigung vor für das Archiv an möglichen Anfeindungen? Ich rechtfertige mich nicht dafür, weil ich bin ja nicht die Süddeutsche Zeitung oder der Fischer Verlag. Also irgendwann hört es auch auf mit dem Quark. Mhm. Man muss zu dem stehen, was man mal gesagt hat, wenn man damals auch in einer anderen Zeit das gesagt, in einem anderen Zusammenhang, das kann man ja auch nicht mehr aus der Welt nehmen. Und heutzutage schon mal gar nicht, da kann man ja nichts mehr aus der Welt rausradieren, das ist ja alles immer da. Ja, frag mich mal. Die letzten 30 Jahre nur beleidigt, also da gibt es schon einiges, was übrig bleibt. Ich glaube auch, du findest nicht mehr zum rechten Weg zurück. Nee, ich bin auch durch. Aber das Lustige ist, ich kann am Ende immer sagen, ich bin Türke und die Leute, die mich angreifen, sind Nazis. Egal, das woher. Ist der große Vorteil, ja, das stimmt allerdings. Das ist auch mein Hauptargument, wenn ich nicht besetzt werde oder wenn ich rollen möchte. Kriege ich die Rolle oder sind sie ein Nazi? Ja,
Ja, eine schöne Idee. Ja, funktioniert. Kann ich dir nur empfehlen. Färb dir die Haare. Wobei, das wäre dann schon wieder Blackfacing oder Türkfacing. Ich wollte dich auch nochmal fragen, weil mich das immer interessiert. Weißt du, was dein Name bedeutet? Ja, du wirst sehr lachen. Sagst du mir dann gleich? Sag ich dir gleich, das ist ein sehr guter Cliffhanger. Hm. Aber mein Name, du wirst wirklich sehr lachen. Es passt wie die Faust aufs Auge. Gut, aber wie ist jetzt im Augenblick die Situation bei dir? Du kannst dich auf die Bühne, ne? Alle Tourneen in diesem Jahr sind ausgefallen und es geht, die Ausfallzeiten gehen jetzt bis weit in den Frühsommer hinein. Also auch die Juni-Tournee findet nicht statt. Also die ersten. Jetzt schon, weißt du das? Ja, das weiß ich schon. Jetzt ist schon verlegt. Die ersten Termine, von denen ich noch hoffe, dass sie stattfinden, sind Ende August. Das heißt, du hast Karten verkauft ohne Ende, das Geld liegt bei Eventim und du kannst nur hoffen, dass du irgendwann wieder spielen kannst. Teilweise stimmt das. Das sind tatsächlich viele Gelder, die bei Eventim liegen. Und es gäbe ja auch theoretisch die Möglichkeit, mit kleineren Zuschauerzahlen aufzutreten. Bloß, wen lässt man rein und wen nicht? Da sind wir wieder bei der Triage. Das wollen wir ja auch nicht. Ja. Wir wissen nicht, wie es geht. Und hältst du das durch? Also bist du ein kluger Kaufmann auch? Ich halte das durch, ja. Ich bin auch nebenbei noch beim Radio beschäftigt, bei der Heute-Show noch. Ich habe gerade ein Buch veröffentlicht in 14 Tagen. Das bringt ja auch noch ein bisschen. Also ich halte durch. Auch ich gehe an die, wie sagt man noch heute, ich gehe an meine Altersvorsorge. An deine Altersvorsorge. Was bist du von Beruf eigentlich ursprünglich? Nix. Also du hast studiert irgendeinen Scheiß und abgebrochen. Griechisch und Latein. Ich habe Philosophie studiert und da auch einen Abschluss errungen. Ja, das ist so das Sinnloseste, was man studieren kann, ist Philosophie, oder? Das stimmt, das war aber auch das Motiv damals. Man wollte sich damals nicht dem Schweinesystem beruflich zur Verfügung stellen. Heute unverständlich. Sonst hättest du BWL studiert, das war auch die Pest meiner Zeit. Ja. Wobei BWL ist ja das Philosophiestudium der Gläubigen an die Zukunft. Genau, der jungen Unionwähler. Heute übrigens die Pest ist Wirtschaftspsychologie. Das ist die neue Pest. Das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Wirtschaftspsychologie studieren alle. Ach so, das sind die Framing machen für große Industriebetriebe, sowas? Ich würde eher sagen, das sind bewusste BWLer. Die haben so ein bisschen mehr Bewusstsein. Die nehmen das Leben ein bisschen mehr wahr. Nachhaltiges BWL. So, wir machen noch eine kurze Pause und danach möchte ich mit dir über die Heute-Show sprechen und Olli Welke mal so richtig eins verpassen, oder? Bitteschön. Wunderbar. Dietmar Wischmeier mit mir in Tateinheit heute in der Blauen Stunde. Radio 1. Die Blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Mit mir nicht im Studio, in der Sendung heute ist Dietmar Wischmeier. Und mit dem spreche ich über, wie ich finde, sehr, sehr spannende Themen. Vor allen Dingen über die Frage Kunst, Kultur, Satire, wie weit können wir gehen, wie weit lassen wir uns denn auch selbst gehen? Dietmar, du gehörst zu der Seilschaft rund um den Comedy-Paten Oliver Welke. Das ist eine leichte Metaphernkollision, die du jetzt hier gebracht hast, finde ich. Warum? Seilschaft ist ja etwas aus der Bergsteigerkunde und was war das andere? Pate ist aus der Unterwelt. Deswegen Berg. Ja. Also war doch nicht so schlecht. Ich war den Schritt voraus, das sind die 10 Jahre Altersunterschied. Ja, das macht halt aus. Olli hat ja daran gemessen, dass er ein relativ untalentierter und nicht dafür verdächtig ist, lustig zu sein. Dafür, dass er ein Protagonist ist, der also aus einem komplett anderen Medium kommt, nämlich Gefälligkeitsfernsehen und Sportredakteur, einen atemberaubenden Aufstieg gemacht und ist zur Koryphäe eigentlich geworden, der letzten großen deutschen Unterhaltungssendung, die es im Fernsehen gibt, der Heute-Show. Wie kommt das, dass du da drin bist? Ist das nur Freundschaft oder schätzen die dich wirklich? Also bei mir, ich verdächtige die, dass ich der Quotentürke bin und Abdel Karim, den haben sie extra noch engagiert, damit ich immer die drohende Gefahr im Nacken habe, dass selbst ein Marokkaner ein besserer Türke sein kann, als es der Türke nicht ist. Also das würde ich auch sagen, das stimmt. Das ist eine geschickte Taktik. Aber bei dir, warum bist du da drin? Und ich weiß übrigens, dein Nachfolger ist auch schon da, ne? Das weißt du. Wer ist das jetzt? Friedrich Küppersbusch. Die haben diesen Gandalf haben die installiert, damit du weißt, wie kurz die Route ist, an der du hängst. Ach so. Ne? Ja. Ach, sieh mal an. Ja, ich habe ihn auch überraschenderweise neulich gesehen. Was macht denn Friedrich Küppersbusch da? Nein, du bist mit Olli befreundet und ist das eine Loyalität? Ist auch nicht,
Olli ist ja nicht so, dass er nur aus dem, wie hattest du das genannt, wo er herkommt. Er hat ja mit mir zusammen jahrelang die sehr schöne Sendung Frühstücksradio, eine erste große Comedy-Sendung im Radio gemacht und hat da also 5 Jahre Comedy im Radio gemacht. Also es ist nicht so, dass er nur vom Sportfernsehen kommt. Ja, aber es gibt niemanden, der so krampfhaft unlustig ist wie Olli Welke, oder? Also ich glaube, das ist... Jahrelang gescheitert mit Formaten, da wollte mal was mit Puppen machen und dann kommt dieser Glücksgriff-Heute-Show. Das fand ich auch sehr gut. Ja, diese Puppennummer, da gab es glaube ich nur einen Prototyp, der fand ich sehr witzig. Das Spitting-Image-Ding war das, ne? Das sollte deutsches Spitting-Image sein. Ja, genau, das fand ich sehr schön. Das ist leider nichts geworden, aber so ist das ja im Fernsehen. Man baut irgendwelche Formatideen und sobald ein Redakteur davon spitz kriegt, dann sind sie ja meistens gestorben. Ja. Und die Heute-Show ist ja auch nicht eine Idee des ZDF-Programmdiskussion gewesen, sondern die ist ja so reingeschlittert ins Programm. Mhm. Die hätte man sich ja nicht ausdenken können, dann hätte sie ja keine Chance gehabt. Das war in der Tat ein großer Zufall und dass es sie schon jetzt im 11. Jahr, glaube ich, gibt, ist einerseits verwunderlich, weil die Verfallszeiten von Comedy-Sendungen im Fernsehen waren jetzt immer so 6-7 Jahre. Ne? Dann war meistens Schluss mit der Wochenshow Samstagnacht, Switch. Das hat alles nicht länger gehalten. Dann war es meistens auch auserzählt. Ja? Das ist einfach so. Und das ist für die Heute-Show schon ein großer Erfolg. Dann ist es wahrscheinlich genau das Erfolgsrezept, dass eben nicht nur die üblichen Verdächtigen auftauchen, sondern eben auch Leute wie du, wie ich, wie Friedrich Küppersbusch, aber auch junge Leute, Comedians der neuen Generation. Ist ja auch eine große Leistung. Ne? Man muss das mal sagen, da sind 30 Leute fast im Ensemble. Mhm. Angefangen von Leuten wie Schauspielern, Rolinda Bäumer und wunderbare andere Kollegen, bis hin eben zu Leuten, die vielleicht gar nicht Comedians sind oder eher, ne? Also Friedemann Weise zum Beispiel. Ja, was ist der denn eigentlich? Friedemann Weise ist, glaube ich, so eine Art Poet oder Singer und Songwriter, wie er sich selbst nennt, aber er hat natürlich auch so ein bisschen seine Fänge in die Comedy ausgestreckt, ist aber, finde ich, ein Unikat. Ich mag ihn sehr und ich bin auch froh, dass er da stattfindet, so wie ich froh bin, dass auch viele andere dort sind. Es gibt eine, es muss irgendwann mal, das habe ich aber gar nicht so richtig wahrgenommen, eine Zäsur gegeben haben in der Belegschaft derer, die in der Heute-Show auftreten, dass sie jetzt alle unter eigenem Namen auftreten. Die erste Generation war ja die haben Rollen gespielt, waren Schauspieler und die haben sich ja heute zum Teil auch noch gehalten in diesen Rollen. Heißen Martina aber Hill, ganz anders. Ja, Martina Hill zum Beispiel. Das ist dann irgendwann aufgegeben worden. Ich weiß nicht, was der Grund war, das habe ich nicht so richtig mitbekommen. Aber wie ist es denn mit dir und Olli? Seid ihr befreundet? Ja, das würde ich sagen. Wie oft redet ihr miteinander? Ja, wenn ich auftrete, mehrfach die Woche. Ansonsten, wir sind ja auch schon zweimal auch zusammen auf Tournee gewesen. Wir haben 2 Bücher zusammengeschrieben. Und stimmt das, dass er ein cholerischer Sack ist? Nein. Nee. Also das ist mir neu. Also ich höre es meistens von seinen Untergebenen, dass er eine richtig cholerische Drecksau ist. Mir gegenüber ist er immer total freundlich und unterwürfig. Manchmal auch arrogant, also wenn es um die Besetzung der Frühjahrstermine geht oder der Herbsttermine, dann lässt er so eine leichte Arroganz aufblitzen, um mich einzuschüchtern. Aber alles in allem du, netter Mensch. Was verlangst du als Türke, ja? Irgendwo ist auch mal eine Grenze. Nein, ist das, ihr kennt euch sehr lange schon, ne? Auch Oliver Kalkofe. Ja, 30 Jahre, glaube ich. Also wir haben zusammen das Frühstücksradio beerdigt im Jahre 1996 und bei Fritz, dem Vorgänger und Kollegensender von Radio 1, hat es ja bis zum Jahre 2000 gehalten, das ist dann auch beerdigt worden. Olli Welke ist zu dem Team damals im Radio gekommen, da hat er noch studiert in Münster, Politik, soweit ich weiß, mit Olli Kalkofe. Die beiden kannten sich von daher und die haben bei einem Sender in Steinfurt, ist das glaube ich, ich weiß es gar nicht, irgendwo im Westfälischen, haben sie eine Witzesendung in einem kleineren Lokalsender gemacht. Den Namen habe ich auch vergessen. Mhm. Und dann ist Olli Kalkofe ist zuerst zu Radio FFN in Isernhagen bei Hannover gekommen und mit ihm dann auch irgendwann Olli Welke. Aber der charakterliche Unterschied der beiden zeigte sich schon damit, war schon völlig klar, Kalkofe hat sein Studium nicht beendet, hat kein Volontariat gemacht, hat sich richtig reingearbeitet. Olli Welke hat den ganz normal sein Studium beendet ordentlich, hat auch ein Volontariat gemacht, hat dann auch eine ganz normale Radio-Frühsendung moderiert. Also erst ist der ordentlichere. Und sitzt ihr dann manchmal zusammen bei einem Glas Rotwein und kneift euch und sagt, sag mal, was ist eigentlich aus uns geworden?
Dazu haben wir zu wenig räumlichen Kontakt. Er wohnt ja in Bonn, ich wohne hier im Nirgendwo in Niedersachsen. Wir sehen uns einfach normalerweise nicht. Mhm. Also dann müssen wir uns schon extra verabreden für irgendwas. Und da gab es immer schon mal wieder ein paar Termine. In Berlin haben wir ein, zweimal getroffen, weil wir jetzt irgendeinem Jubiläum bei Kalkofe, glaube ich, war es. Also das ergibt sich dann schon mal. Wie gehst du wie gehst du mit deiner Prominenz um? Ich habe gar keine Prominenz, das ist der große Vorteil. Wirst du nicht erkannt? Gar nicht? Null? Doch, durch Heute-Show leider schon. Also ich fand das vorher, so gern ich das auch mag, also ich bin ja kein großer Freund von Fernsehauftritten, aber in der Heute-Show, das ist schon entspannt. Also für Fernsehen ist das schon sehr menschlich. Man muss nicht so lange darauf warten, bis irgendwelche Akkus an Kameras ausgetauscht werden und sich mal die gleiche Szene machen. Die Redakteure, die vom ZDF da sind, sind auch vorbildlich dezent und haben keine eigenen Ideen. Das finde ich auch sehr begrüßenswert. Ja, man kann wirklich sehr viel Einfluss nehmen auf das, was man macht. Und es wird auch sehr viel einfach durchgewunken. Wobei man natürlich sagen muss, dass die Sendung einen Stil hat. Und dieser Stil zeichnet sich auch dadurch aus, dass Olli und Morten, der Chefautor, da sehr viel Einfluss nehmen, ohne zu beeinflussen. Ja, ist klar. Sie hat viel mehr ein insgesamtes Erscheinungsbild als die Sendung, die wir früher zusammen im Radio gemacht haben. Da hat jeder gemacht, was er wollte und aus. Da hat keiner auch reingeredet in das, was jemand anderes machte. Da war auch viel Mist dabei. Es ist allerdings bei einem 3-Stunden-Radioformat etwas anderes als bei einem 29-Minuten-Fernsehformat. Da muss man schon ein bisschen mehr drauf achten, was man da so macht. Und wir sind am Ende fast unserer 2 Stunden, aber wir haben noch einen Take und einen Cliffhanger haben wir nämlich auch noch, nämlich was mein Name auf Deutsch bedeutet. Ja. Und deswegen hören wir jetzt Musik und dann werde ich hoffentlich die Gelegenheit bekommen, dir zu erklären, was mein Name bedeutet. Dietmar Wischmeier, heute bei mir in der Blauen Stunde. Radio 1. Nur für Erwachsene. Dietmar Wischmeier ist bei mir in der Blauen Stunde. Wir haben noch ein bisschen Zeit und wir haben gar nicht über dein Privatleben gesprochen. Wir waren eben bei der Prominenz. Bist du jemand, der viel Wert darauf legt, dass man nichts davon mitbekommt? Dass man nichts von einer unterstellten Prominenz mitbekommt? Naja, oder dein Privatleben. Also bist du verheiratet, hast du Kinder? Könnte ich dich das so fragen? Würdest du mir offen antworten? Ja, das könntest du mich fragen. Ich bin verheiratet, habe keine Kinder. Ich würde es nie so weit gehen, dass ich mit einer Publikumszeitschrift eine Home-Story bei mir machen würde. Ich versuche es auch zu vermeiden, dass Leute Fotos machen bei mir zu Hause. Mhm. Ich weiß, ich wohne an einem relativ belebten Radfahrwanderweg und ich mache im Radio eine Figur namens Günther, der Treckerfahrer, das ist ein niedersächsischer Landwirt, kommt täglich im Radio jeden Tag, jeden Morgen. Und da gibt es schon Leute, die dann vom Rad runter, ja, da wohnt Günther, da hinten, da wohnt ihm. Ja, das hält sich Gott sei Dank in Grenzen, aber das muss man jetzt auch nicht durch bildliche Präsenz meines häuslichen Umfeldes noch provozieren. Das heißt, du hast keine Veranlagung zum Narzissmus? In der Beziehung nicht, nein. Also das will ich nicht. Schmeichelt dir, wenn Leute dich erkennen? Nein. Ich muss aber auch sagen, dass bis ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen sehr nett sind und sehr so höflich einfach und so, die dann auch schon sagen, ja, ich weiß, ich wollte dich eigentlich nicht ansprechen, ist natürlich Quatsch, weil sie es dann ja doch tun, aber sie sind sehr zurückgenommen. Also ich fühle mich nicht belästigt, eigentlich egal wo. Jetzt bist du natürlich in einem gestandenen Alter. Wie war das, als du noch jünger warst? Hast du den Impact, du warst ja jetzt nicht wirklich bekannt und prominent, du bist aber immer in der Öffentlichkeit gewesen. Hast du die Gefahren auch gesehen? Also, dass du damit vielleicht so ein bisschen durchdrehst oder dir mehr einbildest, als du wirklich bist? Nee, ich glaube, dazu reicht mein Intellekt dann doch nicht. Das war wieder arrogant, oder? Na, vielleicht ist das die Voraussetzung, dass der Intellekt nicht reicht. Wenn wir sagen, bei was sind ihre Eigenschaften, die sie nicht an sich mögen? Ich bin so ungeduldig, ja. Ich bin viel zu gutmütig. Das ist immer geil, wenn man die guten Eigenschaften zu den schlechten macht. Ich bin viel zu nett zu den Leuten. Ja, ich lasse alles mit mir machen. Ich bin viel zu spendabel. Ich schlage kalt, nicht viel zu wenig Leute. ich weiß es nicht. So viel Selbsterkenntnis, glaube ich, hatte ich damals nicht. Heute bin ich relativ froh. Ich meine, Olli Welke, über den sprachen wir, der ist ja nun wirklich das Gesicht der Heute-Show. Und es gibt
man kann also nicht vermeiden, ihn nicht zu kennen. Und ich glaube, dass ihn das in seinem Alltag schon sehr einschränkt, wo er einkaufen geht und ob er normal ins Kino gehen kann, ohne dass Leute so tuschelnd sich auf ihn zeigen und so. Das finde ich schon unangenehm, wenn man sich so einschränken muss. Ja, das ist, ich habe das damals mit Stefan Raab erlebt. Der konnte ja wirklich gar nicht rausgehen. Ja. Und das ist dann schon gut. Das ist nochmal eine andere Dimension als Michael Jackson oder wer sonst. Ja, immer. Ja, ja. Das ist ein Gefängnis. Also das ist am Anfang vielleicht schön, weil sich jeder Künstler natürlich danach sehnt, erfolgreich und bekannt zu sein. Aber irgendwann ist das ein Gefängnis. Da kommt man nicht mehr raus. Es gibt zum Beispiel eine Figur von mir, die mache ich mit Olli Kalkofe zusammen, die Arschkrampen, Kurt und Gürgen, die dauernd Bier mit Tzatziki trinken. Ich kann mich nicht mehr auf Schützenfeste oder Zeltfeste trauen, ohne dass nicht Leute auf mich zukommen und mir Bier ausgeben wollen, im Zweifelsfalle mit Tzatziki untermischt. Also wo ich dieser Umarmung mich nicht mehr wehren kann, weil die Figuren dann natürlich in dem Sinne sehen. Ne? Gut, das ist jetzt auch ein Luxusproblem und es ist tatsächlich auch ein bisschen arrogant, wenn Künstler sagen, oh, ich finde es so unangenehm, fotografiert zu werden. Und aber dabei irgendwie... Diese schöne F.K. Wächter-Karikatur, die mir gerade einfällt, dieses ewige, ich liebe dich, ich kann es nicht mehr hören. Ja. Na, es ist kokett vor allem, ne? Also ja, es ist kokett, das, wovon wir leben, das, wofür wir auch leben. Und dann, wenn es da ist, tun wir so, als wollten wir es nicht haben. Das ist ein bisschen verlogen auch. Das ist verlogen natürlich. Ja. Wir sind ja alle eitel. Eitel und gehässig, das ist, glaube ich, die bevorzugte Eigenschaft. Finde ich auch. Und im Fall von Olli Kalkofe und Olli Welke auch noch gefräßig. Also eitel, gehässig und gefräßig. Das ist die Kombination. Also das Schlimmste ist, ich trete ganz ungern in Mixshows auf. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich auch, ich hasse es. Ich hasse es. Ja. Diese Backstage-Gehetze über den, der gerade auf der Bühne Horror. Steht. Vor allen Dingen, alle sagen dann immer, wie viel zieht denn der noch? Ja. Oder das Publikum ist heute nicht gut. Nein, du bist scheiße. Das Publikum ist immer gut. Nee, ich spiele Ewigkeiten keine Mixshows mehr. Ich bin auch im Internet mittlerweile, ich hab eine Entscheidung getroffen. Ich will nur noch vor Leuten stehen, die Lust auf mich haben und die wegen mir kommen. Und ich will nicht verantwortlich sein für Zuschauer, die eigentlich wegen nichts oder wegen jemand anderem kommen. Weil da kannst du nicht gewinnen. Das, weißt du denn? Nee. Und die Kollegen, ich nenne sie jetzt mal Kollegen, die anderen Arschlöcher, die sind ja genauso scheiße drauf wie ich. Niemand mag sich da auch. Und man steht so in diesem Gang, irgendwie läuft eine Tour so, ich spiele so 5000er. Nur so, und das ist so ein Schwanzvergleich. Ganz widerlich. Horror. In diesen zugehängten, zugemüffelten Backstage-Räumen mit den alten Garderoben der festen Crew, die da auftritt. Der Schlimmste ist Florian Schröder. Der war früher, hat der ganz kackdreist, ist er in deine Umkleide gekommen, hat gesagt, was spielst du denn nun nachher? Und dann ist er auf die Bühne, weil er vor dir gespielt hat, hat genau deine Jokes gespielt. Diese Ratte. Und ich mache heute mit dem einen Podcast. Aber ich mache den so, dass er irgendwann alle Jobs verliert. Ja, wollte ich gerade sagen, ist er natürlich auch völlig die Hure. Ja, das ist absolut. Ja, Florian ist die Hure. Es gibt niemanden im deutschen Fernsehen, der so uncharismatisch ist und so viele Sendungen hat wie Florian Schröder. Naja, gut, wenn man mit Peer Steinbrück auftritt, was willst du da verlangen? Florian Schröder ist der Hitler der Belanglosigkeit. So. Wo wir bei Hitler sind, was bedeutet dein Name? Mein Name bedeutet wirklich Führer. Das ist wirklich ich habe es geahnt. Du hast es geahnt. Stimmt. Dein Vorname oder dein Nachname? Mein Vorname. Mein Nachname ist der Sesambäcker. Führer Sesambäcker auf Deutsch. Führer Sesambäcker. Mein Vorname heißt berühmt im Volk. Ist auch nicht besser. Auch nicht schlecht. Nee. Also, Diet heißt Volk und Ma heißt berühmt. Ich dachte, es würde so eher in Richtung distinguiertes Arschloch gehen. Dachte ich auch erst, aber dann habe ich nachgeguckt. Mein Name bedeutet distinguiertes Arschloch. Aber Sesambäcker finde ich seltsam, weil irgendwann habe ich mal nachgeguckt, ich habe 8 Bücher über Nachnamen geschrieben. Oh. Über deutsche Nachnamen, weil das hat ein Verlag sich ausgedacht als super Idee, um Bücher zu verkaufen. Also wenn ich ein Buch schreibe, das heißt Fischer, Weber, Braun, Müller, Meier, dann kaufen die Leute das. Haben sie aber gar nicht. Und da du ein sehr kluger und erfahrener Show- und Geschäftsmann zu sein scheinst, hast du genau zum Ende der Sendung nochmal erwähnt, dass du Bücher geschrieben hast. Ja. Und die empfehle ich allen Zuhörern hiermit. Ich empfehle übrigens auch allen Zuhörern deine Programme, die ich wirklich sehr, sehr... Sagen wir mal, nicht nur lustig finde. Nicht nur lustig. Ich finde sie auch spannend, anregend und zuweilen auch anstrengend. Und das finde ich sehr gut. Ist es gut? Das ist gut. Und wenn man sich das von einem Sesambäcker sagen lassen muss, dann ist sowieso alles in Ordnung. Führer. Ich habe uns mal nachgeguckt. Führer Sesambäcker.
Möchtest du ein Bröckchen? Mit Matt. Oh Mann, oh Mann. Das heißt ja, das ist also, weiß ich nicht, es ist Adolf Wolf so. Ja, und dann noch ein Türke dazu. Oh ja. Damit beenden wir die braune und blaue Stunde zugleich. Sehr schön, Dietmar, dass du da warst. Schön, dass wir mal zwar jetzt auf Entfernung, aber trotzdem die Gelegenheit hatten, uns kennenzulernen. Wir sind uns zwar nie über den Weg gelaufen, aber jetzt doch, wissen eine wir. Heute Show. Einmal, ne? Einmal. Einmal, ja. Ja. Jetzt wissen wir, es hätte sich gelohnt. Es hätte sich gelohnt. Es hätte sich gelohnt, ja. So viel verpasste Chancen im Leben. Genau, und die Zuschauer und Zuhörer wissen das auch, dass es sich immer wieder lohnt, dich einzuschalten. Und ich hoffe, das tun sie. Ich wünsche dir alles Gute. Und heute sagt man, bleib gesund. Ja, erst in Arsch, dann in Mund. Genau, sehr gut. Und so beenden wir die blaue Stunde. Danke, dass du dabei warst. Alles Gute, ja. Und hoffentlich bis bald. Ja, tschüss. Tschüss. Radio 1. Die blaue Stunde mit Serdar Somuncu.